Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Heute gibt es mal wieder ein Haul-Video für euch. Ich war nämlich bei Action und habe ein bisschen eingekauft, um genau zu sein, für 7,29 €. Und ich finde, dafür habe ich eine ganze Menge gekauft. Ihr seht schon, es ist auf jeden Fall Washi-Tape dabei und damit starte ich auch direkt. Ja, zwei Varianten. Einmal dieses Set hier, also diese beiden Sets. Ich finde, die passen ganz gut zusammen. Ist alles so in Pink, Schwarz und Türkis mit Sternchen. Einmal die drei großen. Und dann habe ich hier sieben kleine. Ich habe hier auch den Bon liegen. Die haben alle so um die 80 Cent gekostet. Die einen ein bisschen weniger, die anderen ein bisschen mehr. Und ich habe hier diese beiden in dem Metallic Look. Ich starte mal mit den beiden, die ich hier gerade schon in der Hand habe und schneide die oben einmal auf. Das sind jeweils 3 Meter, genau, hier 3x3 Meter, 1,5 Zentimeter. Bereit? Und los geht's. Also hier einmal so ein Sternchenmuster, da ist es auch scharf. Und mal gucken, wo ich den Anfang finde. Hier ist er. Also, richtig cool. Mit pinken Sternchen, mit weißen Sternchen, schwarzen Sternchen und noch so ein paar Bläschen dazwischen. Sehr, sehr cool. Gefällt mir super gut. Sehr, sehr schönes Motiv. Auch ganz tolle Farben. Dann hier ein bisschen dunkler mit Thank You drauf. Bitte entschuldigt mein TH. Das ist nicht... Und auch hier löst es sich. Also einmal Danke auf Englisch. Noch einmal. Und dann wiederholt sich das Ganze in Pink. Super schöne Schrift in Pink und Türkis auf Schwarz mit weißen Streifen. Sehr, sehr cool. Und es ist natürlich farblich super schön dazu. Ich finde es immer toll bei Action, dass die Dreierpacks immer so schön farblich kombiniert sind. Also die passen immer richtig schön zueinander. Und hier einfach weiße und schwarze Pfeile in so einem Verlauf. Sehr, sehr schön. Also der Dreierpack und dann hier der Siebenerpack. Da mache ich ein bisschen schneller. Die rolle ich nicht alle einzeln einmal ab. Da sind sie. Also einmal To-Do. Da kann man was eintragen und dann kann man das Ganze abreißen und abhaken mit so einem kleinen Kästchen. Auch als super schöne Überschrift für so eine To-Do-Liste. Dann einmal Pfeile. Finde ich immer super cool. Mit Pink. Also genau der gleiche Pinkton wie hier. Also richtig cool zusammen. Dann weitere Sternchen. Auf Schwarz. Quer gestreift. Also längst, also nicht quer, längst, einfach so ein bisschen im Verlauf. Don't forget. Auch mit kleinen Kreuzchen davor auf Schwarz. Hier nochmal ein anderes Pfeilmuster. Auch sehr, sehr schön in der Kombination. Und Beautiful Day. Sehr, sehr schön. In Pink und das ist auf so einem ganz leichten Rosaton. Also, das waren diese 10 Stück, die wirklich super schön zusammenpassen. Sehr, sehr schön. Die kleinen haben übrigens eine Breite von 6 mm. Und dann mache ich auch direkt mit den Metallic weiter. Finde ich, ist ein richtig cooles Highlight. Die waren ein ganz paar Cent teurer. Ich glaube, 82 Cent. Genau. Und diese hier haben auch 82 gekostet und die waren etwas günstiger. Also einmal rosa und Metallic. In diesem Fall natürlich dieser wunderschöne Goldton. Hier ist I Love You drauf. Auch richtig schön anschraffiert. Sehr, sehr schönes Tape und natürlich perfekt in der Kombination hier mit den Blümchen und auch den Herzchen. Finde ich auch für den Valentinstag schon wunderschön. Also auch absolute Highlight-Tapes. Vielleicht habt ihr unser Video schon gesehen, wo Kathi und ich darum gespielt haben mit dem Elsa Don't Break the Ice Spiel. Ist auch ein sehr, sehr cooles Tape. Das ist so ein Orange-Bronze-Ton. Wunderschön auf dem Schwarz. Hier mit den Ananas natürlich. Und dann hier das Gestreifte. Und hier steht Happy and Smile drauf. Ich rolle das auch noch mal ein bisschen. Ach nee, okay. Be Happy and Smile ist es in Wirklichkeit. Da ist noch so ein kleiner Bogen zwischen. Happy and Smile, Be Happy and Smile. Ich rolle es einfach doch mal ab und gucke mir das Ganze an. Lässt sich auch schön einfach abrollen. Ja, genau. Be Happy and Smile. Sehr, sehr cooles Tape. Sehr, sehr schön. Der Glanz ist auch total cool. Also absolute Highlight-Tapes für mich. Und die werdet ihr bestimmt in unseren Videos auch noch öfter sehen. Und jetzt zeige ich euch noch die anderen Sachen, die ich noch gekauft habe. So, momentan gibt es bei Action, auf jeden Fall bei uns in Bielefeld, diese coolen Origami-Sets. Und diesen Stern kannte ich noch nicht, deswegen habe ich mich für den entschieden. Ich mache das auch direkt einmal auf und gucke rein, wie das Ganze von innen aussieht. Da ist es zugeklebt. Hier unten auch. Da schneide ich doch dann einmal her. Oh, okay. Ich dachte, das Ganze wäre größer. Also, hier sind so Blätter dabei.
zweifarbig, wie es hier oben ja auch schon aussieht, auf der Vorderseite. Hier ist die Anleitung, wie das Ganze zusammengebaut wird. Ich bin sehr gespannt. Und dann gibt es noch so eine Schnur hier zum Aufhängen mit so einem Troddel und ganz vielen kleinen, nicht ganz vielen, es sind insgesamt 7 Stück und 7 kleinen Perlchen. Also, ich bin sehr gespannt. Ich liebe ja Origami und ich bin immer wieder gespannt, neue Sachen auszuprobieren. Wie gesagt, dieses kannte ich noch nicht und das werde ich auch bestimmt noch in einem Video ausprobieren. Das Origami-Set habe ich einmal zur Seite gelegt und hier ist schon mein nächster Einkauf. Das ist ein ganz kleiner Tacker. Den fand ich total niedlich. Ich mag ja dieses Türkis-Mint so total gerne. Und den mache ich auch direkt einmal auf. Ich glaube, ich schneide auch einfach wieder. Also total praktisch für den Schreibtisch oder auch zum Mitnehmen. Super klein. Und hier unten sind natürlich dann die Tackernadeln drin. Die Verpackung ist auch total niedlich. Sie passen gar nicht alle rein, so klein ist er. So, meiner steht hier oben jetzt so ein bisschen auf. Ich glaube, normalerweise sollte diese kleine Kerbe hier das Ganze zusammenhalten. Das Tackern funktioniert auf jeden Fall. Und für die 1000 Klammern und den Tacker habe ich 92 Cent bezahlt. Total niedlich, finde ich. Und dann, ja, es ist natürlich ein günstiges Exemplar. Wenn er dann hier so ein bisschen offen steht, ist es auch nicht so ganz tragisch. Und ja, ich habe noch 2 weitere Sachen. Ich habe hier einmal diese Kontursticker gekauft. Das sind Sticker zum Anmalen. Also da wird das Ganze ausgeschnitten und dann wird hier diese Mitte entfernt. Ich mache die einmal auf und zeige euch das genau, sodass man dann nachher nur noch die Kontur hat, wie es hier hinten drauf auch aussieht. Ich habe mich da so ein bisschen für die Urlaubsvariante entschieden. Da gab es verschiedene Motive. Hier sind zum Beispiel so kleine Schneckenhäuschen und so. Koffer, Muscheln, Brillen, Schnurrbärte. Hier diese coole englische Telefonzelle. Sehr, sehr viele lustige Sachen. Auch so Nerdbrillen, Sonnenbrillen, Flugzeuge. Und damit kann man eben diese schönen Motive wie hier hinten drauf gezeigt. Also man klebt die Konturen auf, also man schneidet es im Endeffekt aus, klebt es dann ab und kann das Ganze dann ausmalen. Werde ich euch bestimmt auch noch in einem weiteren Video zeigen, ein kleines Demo-Video damit machen. Sehr, sehr cool, gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schöne Idee. Und ja, ich schaue mal, was die gekostet haben. 65 Cent. Also diese ganze Packung. Und eine weitere Handyhülle. So ein bisschen, um eine weitere Handyhülle dann natürlich auch wieder schön zu gestalten. Diesmal in schwarz. Einfach, ich glaube, ist einfach eine Silikonhülle. So eine Plastikhülle auf jeden Fall. Die einfach um das Handy drum gemacht wird. Und ja, in diesem Fall in schwarz. Die hat 1,69 € gekostet und war damit, glaube ich, auch das teuerste an meinem Einkauf. Jep, ich muss mal eben durchgucken. Ja, ich glaube, das Origami hat 99 Cent gekostet. Also ein wirklich günstiger Einkauf. Ich habe ziemlich viel eingekauft, finde ich. Also auf jeden Fall für 7,29 €. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, alles einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch super. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!